Bildung ist ein hohes Gut. Sie ist wichtig für jeden Einzelnen, den Zusammenhalt der Gesellschaft, die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Staaten. Bildungsprozesse finden ein Leben lang statt. So ist die Erwachsenenbildung der größte Bildungsbereich in Deutschland, sogar größer als der Schulbereich. Das DIE, das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, forscht rund ums Lehren und Lernen Erwachsener. Und es hat eine bildungspolitische Mission. Es möchte durch Forschung, Weitergabe von Wissen und Beratung dazu beitragen, das Lernen und die Bildung Erwachsener erfolgreicher zu machen und die Qualität von Weiterbildung zu verbessern. Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft gilt für das DIE: Wir betreiben Wissenschaft zum Nutzen und Wohle der Menschen. Im Leibniz-Forschungsverbund Bildungspotenziale arbeitet das DIE gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern daran, Antworten auf die Fragen von Bildungspolitik und Praktikern zu geben. Das DIE wurde 1957 gegründet und ist heute neben den Universitäten die einzige Forschungseinrichtung, die sich mit dem Lernen Erwachsener beschäftigt. Unabhängig und neutral. Das DIE ist sicher die Einrichtung in Deutschland, an der die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einem Ort zu solchen Fragen des lebenslangen Lernens arbeiten. Aber nicht nur, weil sie an Forschung interessiert sind, sondern auch, weil sie mit ihren Forschungsergebnissen einen Beitrag leisten wollen zur Verbesserung von Weiterbildungsangeboten, Weiterbildungsbeteiligung und Weiterbildungspolitik. I think the DIE has a very strong role potentially within the wider international discussion on adult education research. Wir sind in der Situation, wo Erwachsene überall stattfindet. Und wenn man etwas hat, was überall stattfindet, dann ist immer die Frage, wo findet sich der Fokus, wo trifft es sich? Und das ist das DIE. Die Grundlage unserer Arbeit bildet Forschung, die sich an national und international anerkannten Standards orientiert. Wir kooperieren mit zahlreichen Universitäten, Verbänden, Instituten und Wissenschaftlern aus der Erwachsenenbildung und verwandten Disziplinen, beispielsweise durch gemeinsame Berufungen mit den Universitäten Duisburg, Essen und Tübingen. Wir versuchen zugleich anwendungsorientiert und grundlagenbasiert zu forschen. Das heißt, wir nehmen und entdecken unsere Forschungsfragen aus der Beobachtung der Praxis und der Politik, versuchen festzustellen, wo es dort besondere Herausforderungen aktuell etwa gibt und uns vor dem Hintergrund zu fragen, was wir als Forschende dazu beitragen können, dass solche gesellschaftlichen Herausforderungen angemessen mit den Mitteln des Lernens Erwachsener bearbeitet werden können. Wer gut lehren will, braucht selber die bestmögliche Unterstützung. Wir stärken die Professionalität der Lehrenden durch wissenschaftlich fundierte Dienstleistungen. Informieren, vernetzen, austauschen. So fördert das DIE die Praxis der Erwachsenenbildung, veröffentlicht Forschungswissen in Publikationen und Webportalen, bietet Lehrmaterialien und eine Spezialbibliothek für Erwachsenenbildung. VBWeb ist das einzige bundesweit verfügbare Portal für Lehrende in der Erwachsenen- und Weiterbildung. Und zwar ganz unabhängig davon, aus welchem Teilbereich der Weiterbildung oder Trägerbereich die kommen. Auf VBWeb können sich Lehrkräfte, das heißt Trainer, Dozenten, Kursleitende, Seminarleitende vernetzen. Sie können sich informieren über grundlegende Zusammenhänge und Herausforderungen der Erwachsenenbildung. Und das alles komplett kostenlos. Die jährliche Tagung DIE Forum Weiterbildung bietet eine anerkannte Plattform zum Netzwerken und Diskutieren zwischen Wissenschaft und Praxis. Und der Preis für Innovation in der Erwachsenenbildung, den das DIE alle 2 Jahre vergibt, unterstreicht die herausragende Rolle der Bildung in einer dynamischen Wissensgesellschaft. Das DIE entwickelt auch Vorschläge für bildungspolitische Verbesserungen in Deutschland. Mit wissenschaftlicher Expertise betreiben wir Politikberatung für die Erwachsenenbildung, zum Beispiel bei Leibniz im Landtag. Analysen, Expertisen und Publikationen schaffen Entscheidern in Politik, Verwaltung und Verbänden eine seriöse Grundlage für Entscheidungen. Gerade in diesen Zeiten der Zuwanderung, in Zeiten der Fragen, was machen wir eigentlich mit den Flüchtlingen, wie ermöglichen wir ihnen eine bestmögliche Integration, wie erleichtern wir ihnen Integration, ist die Erwachsenenbildung, ist das lebenslange Lernen von hoher Relevanz, ich möchte fast sagen von höchster Relevanz. Und deswegen ist aus meiner Sicht das DIE so wichtig. Die Förderung des Nachwuchses hat am DIE eine große Bedeutung.
Junge Wissenschaftler unterstützt das Institut vor allem durch den Aufbau forschungsmethodischer Kompetenz und die Vernetzung mit Wissenschaftlern und Instituten im In- und Ausland. But you also need, I think, to develop the next generation, as with any generation, as a group of people who will challenge the ideas of the older generations. Das DIE möchte zur persönlichen Entfaltung, zur gesellschaftlichen Teilhabe und zur Beschäftigungsfähigkeit Erwachsener beitragen. Bildung und lebenslanges Lernen sind dazu ein unverzichtbarer Schlüssel. Solide, unabhängig und verlässlich, praxisnah und mit gesellschaftlichem Nutzen. An diesen Ansprüchen orientiert sich die Arbeit des DIE seit nunmehr 60 Jahren.